Hallo und herzlich willkommen zurück, ich bin's wieder, euer Cornel und wir sind hier beim nächsten Part der Pokémon Feuerrot Nuzlocke Challenge und ich habe schon ein paar Kommentare von euch gelesen, die gesagt haben, ja, so und so ist es mit den Regeln, das heißt, ich darf auch Heil-Items benutzen, das ist schon mal eine gute Sache. Ich werde in den nächsten Tagen mal alle Regeln, so wie sie halt sind und wie ich sie dann gestalte, in die Kommentare posten. Nicht in die Beschreibung und dann könnt ihr das dann auch irgendwann da mal nachlesen, wie es jetzt genau sein soll. Ja, da mache ich mich auf jeden Fall nochmal ein bisschen schlau und ansonsten geht es jetzt ganz normal weiter. Wir haben 16 Pokébälle. Das ist schon mal ganz gut und ich würde sagen, dann gehen wir jetzt hier mal auf die Route hier links. Und Kampfstil ist von Wechsel, soll man immer in Folge. Was bedeutet das? Das wäre mal eine Sache, die ich gerne wissen würde. Da lese ich immer, den Kampfstil wechseln, von Wechsel auf Folge. Aber ich weiß immer nicht genau, was die damit meinen. Also, was das bewirkt. So, da hinten wartet unser Rivale, den dürfen wir oder sollten wir nicht begegnen und wir dürfen jetzt einen Nidoking fangen. Level 2 ist ein gutes Pokémon auf jeden Fall. Ja. Also man fängt hier normalerweise Nidoran männlich, ne? Oder weiblich, je nach Edition, keine Ahnung. Oh nein. Okay. Zum Glück hat er mich nicht... Ich kann doch Gesang. Erster großer Fehler hier. Ich kann doch Gesang. Ja, scheiße. Oh, oh. Okay. Ich hab immer Angst, dass irgendwas sehr effektiv ist, aber... Das ist nicht... Das ist ein Doppelkick. Das macht auf jeden Fall schon ein bisschen Damage. Okay, Nidoking schläft und ich würde dich gerne fangen. Das wäre einfach wunderbar. Ich weiß nicht, ob es eventuell schwieriger ist, weil das jetzt ein Nidoking ist und der vielleicht eine nicht ganz so hohe Fangrate hat, aber den müssten wir kriegen, der ist auf Level 2. Ja, wunderbar. Ja, die werde ich dann auch im nächsten Part vielleicht, also oder zum nächsten Part vielleicht ein bisschen hochleveln, weil... Mal ganz im Ernst, was soll ich mit einem Level 2 Nidoking jetzt großartig... Ach ja, genau. Anstellen. Ja, ich bin ziemlich unkreativ, was die Spitznamen angeht. Ich hoffe, das ist nicht ganz so schlimm. Ich nenne ihn einfach Horny. Ja, er ist einfach ein bisschen horny. Ja, versteht ihr? Ja, lustig. Ja, gut. Wir gehen jetzt erstmal ins Pokémon Center. Dann sollten wir... Ja, dann können wir uns eigentlich schon auf... Das war Route 22, ne? Ja. Ich habe auch nichts falsch gemacht. Im Vertania Wald werde ich mir auch ein Pokémon fangen dürfen. Gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Außerdem werden wir da wahrscheinlich die ersten Pokémon-Kämpfe machen, wo wir dann quasi direkt Game Over gehen können. Was natürlich nicht so gut wäre, aber... Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ich bin guter Dinge, dass Lapras das erstmal gut wegtanken kann, alles. Und dass wir dann... Ja, Taubsi und Nidoking sind zwei Pokémon, mit denen man leben kann, aber... Ja, die müssten wir halt trainieren, ne? Oh, scheiße. Ich würde sie ungerne... ihr habt mir auch gesagt, dass ich nicht höher wie der Arena-Leiter leveln darf oder die Top 4. Das habe ich auch nicht vor. Allerdings weiß ich nicht ganz genau, wie hoch die Arena-Leiter sind vom Level. Aber ich denke nicht, dass ich mich da... Also ich habe nicht vor zu überleveln. Das habe ich ja beim ersten Part auch gesagt. Ist das hier eine neue Route? Oh, das habe ich jetzt nicht gesehen. Ich glaube schon. Oh nein. War das jetzt Route 2? Es muss Route 2 sein. Was soll es sonst sein? Okay, wir fangen das einfach mal. Oh, scheiße. Oh, fuck. Das ist... Oh, nein, ey.
was habe ich mir dabei gedacht? Das war eigentlich eine dumme Idee. Ich meine, das Ding ist Level 5. Okay, macht nicht ganz so viel Damage. Ich fang's mal, hat aber eine gute Init. Wobei Lapras wahrscheinlich nicht so das allerschnellste Pokémon ist. Oder doch? Ich werde es einfach mal fangen. Sollte es falsch sein, dass es keine neue Route ist, dann packe ich es halt einfach weg. Aber ich habe jetzt gerade nicht richtig aufgepasst. Das ist natürlich doof, aber... Naja, auch lustig, dass wir hier irgendwie... Trotz Randomizer kriegen wir einfach die ganze Zeit die Standard-Pokémon. Jetzt zwar in einer entwickelten Form, aber... Ob ich da wohl einmal drauf halten kann mit einer Attacke? Ich habe ein bisschen Angst. Wobei es Level 5 ist, also... Ja, warum sollten wir das nicht angreifen dürfen? Stirb einfach nicht. Ah, okay. Habe ich mir ganz unrecht Sorgen gemacht. So stark ist mein Lapras gar nicht. Es ist auch momentan unfassbar warm. Also es geht eigentlich. Draußen geht's, aber hier in meinem Zimmer hat sich einfach auch eine gewisse Hitze angesammelt. Die ein bisschen unerträglich ist, aber... Naja, das ist ja hoffentlich morgen auch schon wieder vorbei. Und dann wird es in den nächsten Parts auch nicht mehr zu Wärmeproblemen kommen. So viel kann ich versprechen. Ich habe zum Glück auch noch eine Flasche Wasser. Stellt euch mal vor. Stellt euch mal vor, ich hätte... Es ist ja Sonntag am Tag, wo ich das aufnehme. Und stellt euch mal vor, ich hätte einfach kein Wasser mehr, womit ich mich versorgen könnte an dem Sonntag. Das wäre nicht so schön. Ach ja. Vielleicht gehe ich gleich auch noch ein Bier trinken. Mal gucken, irgendwo schön hinsetzen. Wir nennen dich einfach mal... Wir nennen sie einfach mal Wackel, weil sie gerade ein Wackelkandidat ist. Weil ich nicht genau weiß, ob ich dich behalten darf. Aber eigentlich müsste das Route 2 sein, oder? Jetzt bin ich gespannt. Ja, Route 2. Das heißt, das ist richtig. Bedeutet das jetzt auch, dass es... Gehört der Vertania-Wald zu Route 2 dazu? Wahrscheinlich, oder? Würde ich jetzt einfach mal von ausgehen. Das weiß ich nicht ganz genau. Wir können uns übrigens das Item da holen, indem wir hier einfach hinten rumgehen. Gehört die Route 2 zu dem... Gehört die Route 2 zum Vertania-Wald? Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe so eine Nuzlocke auch noch nie gesehen, deswegen weiß ich das nicht genau. Das ist jetzt doof, ne? Hätte ich mich vielleicht vorbereiten sollen, aber mal ganz im Ernst. Ich fange jetzt einfach keinen im Vertania-Wald. Falls es falsch war, könnten wir ja überlegen, ob ich nochmal zurückgehen darf. Oder beziehungsweise, ob ich mir nochmal... quasi durch ein erneutes Eintreten in den Vertania-Wald dann die erste Chance des Pokémons sichern darf oder so. Auch da wäre euer Kommentar wieder sehr angebracht. Ihr merkt, ich bin alles andere als komplett sicher in dem Spiel. Das ist aber auch ganz normal. Ich habe zum einen, also Pokémon normal habe ich natürlich schon öfters gespielt, auch Feuerrot. Aber in der Randomizer Nuzlocke habe ich das nicht. Und ihr versteht. Eventuell, dass das alles ein bisschen neu für mich ist und ich mich da erstmal reinfinden muss. Das bedeutet natürlich auch, dass das hier nicht das allerbeste Let's Play der Welt wird, wahrscheinlich. Zumindest nicht am Anfang und aber ich glaube, ihr schenkt mir nichts. Das ist dann halt auch nicht. Das ist auch nicht so wichtig. Das ist halt das Debüt und ihr seid live dabei. Ihr seid quasi Zeitzeugen. Meine Freunde und ich wollten hier Käfer-Pokémon fangen. Unsere Pokémon wollen kämpfen. Geschwächte Pokémon, ja, das weiß ich doch. Ich will keine Tipps für Trainer. Oh. Verdammt, mir sind die Pokébälle ausgegangen. Wie fange ich nun bloß Pokémon? Du solltest immer genug Pokébälle bei dir haben, wenn du eine Nuzlocke-Challenge hast. Ich weiß, danke. Eigentlich wäre es lustiger gewesen, wenn man hier einen Pokéball findet, oder? So direkt in seiner Nähe. Ach ja, ein Smogon. Und ich darf es nicht fangen. Das ist schade. Ob ich das wohl tot kriege? Oh. Wahrscheinlich nicht.
Pokémon wechseln. Dann geh mal Horny rein. Ne, Wackel. Oder ja, Horny auf Level 2 ist natürlich mega gefährlich zu trainieren, ne? Und ich würde den schon gerne ein bisschen behalten, muss ich tatsächlich einfach mal gestehen. Weil Nidoking ist schon ziemlich gut. Ja, wenn der so ein bisschen auf Power kommt, kann der schon einiges umreißen. Und von daher, ja, doch. Also ich bin sehr zufrieden mit meinem Pokémon. Klar, Nidoking und Nidorina haben sich jetzt ein bisschen gedoppelt. Aber so im Großen und Ganzen. Ich weiß halt jetzt nicht genau, ob ich Smogon hätte fangen dürfen. Deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn wir hier nochmal eine kleine Ausnahme starten können. Und ich eventuell, falls ihr mir sagt, ey, im Britannia-Wald, das ist eine eigene Route, da darfst du Pokémon fangen, ich dann nochmal hierhin darf. Das wäre sehr schön. Ja, unser erster Trainerkampf, oder? Gegen einen Käfersammler. Scheiße. Käfersammler Cristiano. Was ist denn mit ihm los? Was hat er eingesetzt? Ein Rihorn? Ja, würde ich sagen, ist gefundenes Fressen für Nessie. Muss ich die Pokémon jetzt auch mit Spitznamen ansprechen? Das ist auch Teil der Nuzlocke. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, wenn ich Pokémon gespielt habe, ich habe nie Spitznamen vergeben. Ich fand es immer cooler, wenn die Pokémon nach ihrem Pokénamen hießen. Also Lapras jetzt Lapras, aber ich bin da durchaus bereit zu lernen. Uff, oh, Vöglein! Richtig gut! Dann sollten wir das vielleicht mit Nidoking. Oh, dieser Knosp. Oh. Ja, das wäre jetzt natürlich eine Flugattacke Gold wert. Haben wir aber noch nicht. Lapras ist dann natürlich gefährdet. Wesen hastig, okay. Fähigkeiten Giftdorn. Dann machen wir jetzt mal keine Experimente. Ich setze einfach Wackel ein, in der Hoffnung, dass das hinkriegt. Wackel ist jetzt ja auch schon ein bisschen geschwächt. Ah, dieser Knosp, ey. Das ist schon wieder eine Nuss, die wir jetzt erstmal knacken. Oh, Egelsamen, nein. Wie viel ziehst du ab? Oh, das wird eine harte Nuss. Oh, scheiße. Da müssen wir eventuell das Pokémon gleich wechseln. Oh nein, Alter. Oh oh. Oh oh. Wir müssen das Pokémon wechseln. Oh, scheiße. Nein. Wackel würde sterben in der nächsten Runde, wenn... Oh nein, Alter. Oh nein, was machen wir denn jetzt? Welches Pokémon? Ich versuche es jetzt mal mit Vöglein. Und hoffe einfach. Auf Vöglein könnte ich. Aber ein Flug-Pokémon ist echt auch nicht schlecht, ne? Ich will auch nicht das erste. Komm, Sandwirbel. Ah, ja. Jawohl! Super Vöglein! Wir spielen ja hier eine Runde mit Sandwirbel in der Hoffnung, dass wir dann halt einfach nicht so oft getroffen werden. Und wir dadurch dann genug Zeit haben, ja, das hat schon mal sehr gut geklappt, dieser Knosp zu töten. Wir machen noch eine Runde Sandwirbel. Es war jetzt ein bisschen doof, dass wir jetzt Tackle zwischendrin geschoben haben. Aber ich mache nochmal Sandwirbel. Vor allen Dingen, er hat jetzt Heuler eingesetzt, was uns natürlich ein bisschen schwächer macht, aber das sollte nicht ganz so entscheidend sein. Das Ding trifft trotzdem wie nichts Gutes. Oh, ein Volltreffer! Oh, richtig gut, Vöglein! I'm so horny. Horny, horny. Das ist... Oh nein, Alter. Ich töte Horny gerade. Okay, okay, okay. Jetzt finish ihn. Finish ihn. Schnabel! Der kann Schnabel! Was ist denn bei Horny los? Guckt euch mal die... Boah, der Moveset. Yes!
Ja! Ja! Geil, Horny, Alter! Boah, Horny, du bist der Held! Vöglein erreicht Level 6. Boah, geil. Horny erreicht Level 3. Yeah! Boah, wie stark du bist! Und Wackel auch Level 6. Boah, das war eine richtige Kollektivarbeit, ey. Und wir haben kein Pokémon verloren. Da bin ich richtig stolz drauf. Boah. Scheiße, das war richtig knapp, ey. Oh nein, jetzt hört ihr... Ich hoffe, dass die Aufnahme... Ich habe gerade... ich hoffe, die Aufnahme ist jetzt nicht im Arsch gegangen. Aber dürfte eigentlich nicht. Es war gerade nur kein Sound da. Weil ich ganz kurz gucken musste, wann ich die Aufnahme gestartet habe. Es war um 19.05 Uhr. Das bedeutet, die Aufnahme ist jetzt vorbei. Ich gehe jetzt kurz ins Pokémon Center, um meine Pokémon zu heilen. Ich beende dann auch hier das Weiterspielen. Das bedeutet, ihr könnt mir jetzt in die Kommentare schreiben, direkt, darf ich im Bethaniawald nochmal ein zusätzliches Pokémon fangen? Und wäre es in Ordnung, wenn ich, falls es möglich ist, dass ich das nochmal mache, weil ich mir unsicher war. Ich wusste jetzt nicht, ob Route 2 und Bethaniawald was Unterschiedliches ist. Und dann machen wir im nächsten Part weiter und alle meine Pokémon haben überlebt. Das war eine, also Bisaknosp war eine Herausforderung, wirklich. Wir hätten Nessie, aber was soll eine Aquaknarre da groß ausrichten, ne? Horny, wir haben uns die Attacken nicht angeguckt, das war ein großer Fehler. Wobei natürlich ein Level 2 Horny, also ein Level 2, da hast du gegen Level 6 Pokémon, das setzt du ja nicht ein. Vor allen Dingen, wenn es nicht sterben darf, das ist ja Wahnsinn. Giftboden. Wahnsinnig, ey. Wahnsinnig. Richtig gut, ey. Anwender atmet ein und bündelt Kraft. Volltrefferchance steigt. Richtig gut. Wow. Wow. Ich bin begeistert. Gut. Ich würde sagen, damit beenden wir den Part jetzt. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Und dann versuchen wir uns im nächsten Part durch den Bethaniawald nach Marmoria City zu kämpfen. Und vielleicht können wir auch schon in die erste Arena gehen. Schauen wir einfach mal im nächsten Part. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr dürft mir gerne einen Daumen da lassen. Bis dann und ciao. Tschüss, euer Kornel.